Hallo und willkommen zu Kaffeemäuschen. Okay. Room bzw. Haustour wollte ich sagen. So viele von euch haben sich das gewünscht und wollten sehen, wie wir jetzt im Haus vorangekommen sind. Nur kurz zur Info, wir sind eingezogen letzten August. Also es ist schon ein bisschen her. Ich muss aber auch sagen, dass wir uns halt auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit beim Einrichten des Hauses nehmen wollen und wollten. Weil wir wollen, dass es so aussieht, wie wir es am Ende gerne hätten. Deswegen fangen wir jetzt direkt hier an, im Flur unten. Da hat sich nämlich ein bisschen was verändert. Und zwar haben wir jetzt relativ neu hier diese goldenen Dinger. Die sind auf jeden Fall von IKEA. Ich finde die mega cool. Die passen hier irgendwie ziemlich gut rein. Sie könnten, finde ich, fast ein bisschen größer, weil die Wände sind ja hier ziemlich groß. Von daher, ja, könnte man fast sagen, es ginge noch ein bisschen größer. Aber trotzdem finde ich es cool. Dann haben wir hier die Couch, das glaube ich habt ihr schon gesehen. Ja, das Niki-Kissen ist auch toll, ne? Eigentlich war das nur so provisorisch, aber irgendwann hat es der Hund adoptiert und dann, ja, war es da. Hier schön unordentlich. Ich habe übrigens nicht für euer Eck aufgeräumt, für euch, weil ich dachte, es soll so real wie möglich sein. Hier haben wir jetzt ein neues Bild hängen, finde ich mega schön. Dann hier geht es ja ins Gäste-WC, da hat sich jetzt eigentlich nicht groß was verändert, muss man sagen. Da haben wir halt so ein ganz bisschen Deko hier oben. Ja, das war es eigentlich auch. Finde ich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was man machen sollte noch. Hier höchstens noch ein bisschen Deko. Also falls ihr eine Idee habt, egal für was, dann schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall offen für alles. Dann haben wir auch hier ein neues Bild und hier unterm Treppenaufgang auch nochmal diese goldenen Teile. Inklusive Hundekörbchen und Hund. Guten Tag. Guten Tag. Ja. In dieser Truhe befindet sich aktuell, glaube ich, gar nichts. Da wollen wir aber mal im Sommer vielleicht so Auflagen oder so reintun. Und dann kommen wir hier zu diesem wunderschönen Spiegel. Den seht ihr auch manchmal in meiner Story. Allerdings muss ich sagen, wir wollen ja unbedingt auch diesen Teppich hier ändern, weil ich den so schlimm finde. Ja, ich möchte unbedingt einen grauen Teppich haben. Aber dazu sind wir bisher noch nicht gekommen, der auch halt einmal komplett den Treppenaufgang entlang geht, weil einfach das, finde ich, nicht mehr hier so gut zu dem Stil passt, den wir hier so reinbringen wollen. So, dann kommt man hier durch diese großen Türen. In das Wohnzimmer. Es scheint heute die Sonne, wie man sieht. Hier hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben jetzt hier ein bisschen Deko. Wenn wir frische Blumen haben, ist das auch immer alles voll mit frischen Blumen. Ist jetzt heute nicht so ein gutes Beispiel, aber es wird langsam. Und hier unten sind zwei neue Blumentöpfe. Da werden große Pflanzen reinkommen. Fand ich sehr schön. Wir halten alles hier so ein bisschen in Petrol. Finde ich ganz cool eigentlich. Hier seht ihr mich ja auch immer auf der Couch sitzend, wenn ich Stories mache. Weil ich weiß auch nicht, das ist so mein Workplace geworden. Hier der Kamin, hier der Fernseher. Da wollen wir auch unbedingt noch was anderes hinmachen, weil hier soll eigentlich noch so ein Sessel hin. Aber wie gesagt, das hat noch nicht alles funktioniert, weil wir noch nicht die passenden Möbel gefunden haben und nicht so oft die Zeit haben, nach Möbeln zu schauen. Dann haben wir hier die Kissen. Die werden nochmal ausgetauscht. Die werden noch in so einem Grünton eher, wie die Bilder da hinten. Weil das ist jetzt doch ein bisschen zu blau. Am Anfang passt es irgendwie ein bisschen besser, als wir noch nicht so viele Elemente hatten. Aber jetzt, wie gesagt, wird es nochmal geändert. Ganz neu haben wir auch hier diese Bilderleiste. Die finde ich auch mega cool. Ich habe schon überlegt, ob man die noch so erweitert und eine zweite und dann einfach noch mehr Bilder. Finde ich auch ganz cool. Das Holz und das ist dann hier die andere Seite des Wohnzimmers. Ganz viele haben nach dem Tisch auch gefragt. Den kann man aber nicht kaufen. Ich glaube, der ist selber gemacht. Irgendwie aus so einem Eichenholz. Genauso wie die Bänke. Die liebe ich auch. Ja, lasst euer Freund auch mal über alles liegen. Meiner schon. Eine Müsli-Schale. Ja, steht da einfach. Die nächsten 100 Jahre. Genauso wie die Wand, die Wohnwand haben wir noch gar nicht geändert, wollen wir aber auch unbedingt machen. Es soll eigentlich alles ein bisschen, sagen wir, moderner werden, außer jetzt halt der Tisch, den finde ich wunderschön. Und hier hat sich auch ein bisschen was getan. Endlich haben wir hier ein Bild, was ich auch mega cool finde. Es passt einfach mega gut hier hin, oder? Ach, ich liebe das. Genau, das ist hier noch auf dieser Kommode. Wenn man vom Wohnzimmer hier durchgeht, kennt ihr ja auch schon, dann ist man hier in der Küche. Und auch hier haben wir jetzt eine neue Bilderwand. Ich finde, Bilder machen so, so, so viel aus. Deswegen, ja, ist das einmal das hier. Die sind alle so ein bisschen mit Essen angehaucht. Das finde ich ganz cool. Was nicht vorangekommen ist, ist, dass der Tisch immer noch halb weiß ist. Oder beziehungsweise die Stühle halb weiß, der Tisch noch holzfarben. Wir wollten ja alles weiß anstreichen. Ja, dazu kommen wir irgendwann nochmal. Ansonsten hat sich, glaube ich, hier in der Küche nicht groß was getan. Außer, dass wir jetzt hier endlich halt alles so angewürzt haben und alles so eingerichtet ist. Und man hier eigentlich ganz gut kochen kann. Wenn man jetzt hier von der Treppe nach oben kommt, ist halt hier immer noch sehr. Seht ihr hier diesen wunderschönen Stuhl? Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Ich glaube nicht. Genauso wie diese coole Vase, da brauchen wir auch noch irgendwie eine Pflanze. Falls ihr eine Idee habt, was man da reintun kann,
Weil wir sind uns da irgendwie nicht sicher. Ein Baum geht ja nicht. Was könnten wir denn hier hinstellen? Sagt es mir mal. Ansonsten ist das jetzt hier der Überblick. Ich liebe den Flur. Der ist halt immer noch relativ uneingerichtet. Wir haben überlegt, hier unten noch zwei Stühle und einen Tisch hinzumachen, weil ich finde die Bilder da eigentlich ganz cool. Ja, und hier geht es dann ja in mein Zimmer. Das machen wir jetzt mal direkt. Hier hat sich ein bisschen was verändert, glaube ich. Schauen wir einfach mal uns ein bisschen um. Ich habe euch ja schon mal gesagt, das ist mein Drehzimmer. Das heißt, hier ist es jetzt nicht so mega, was das ordentlich ist. Es ist halt einfach voll gestellt. Aber mittlerweile hat mein Schminktisch Lampen. Richtig cool. Freue ich mich sehr drüber. Kann man halt hier anmachen und dann hat man perfektes Licht zum Schminken. Ansonsten hier halt meine Kamera, mein Schreibtisch, meine Bilder, die kennt ihr ja schon. Meine Kommode, da habe ich alles schön aufgeräumt. Meine Drehcouch. Und das hier ist meine peinliche Ecke aktuell. Da habe ich ganz viel DIY-Zeug und auch Sachen, wo ich einfach nicht weiß, wo ich damit hin soll. Kennt ihr diese Sachen? Ja, ich weiß momentan nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ich brauche die Sachen einerseits, andererseits aber auch aktuell nicht. Ich glaube, ich werde mir auf dem Dachboden ein Regal einbauen, wo ich irgendwie die ganzen DIY-Sachen reintun kann, dass ich halt immer da alles ja, reintun kann, weil, wie gesagt, in diese Schublade oder Kommode passt gar nicht alles. So, dann kommen wir hier auch in mein Ankleidezimmer und ihr seht direkt, ich habe hier einen Kronleuchter mittlerweile. Da fehlen zwar noch die Glühbirnen, aber der Kronleuchter hängt. Und ansonsten kennt ihr mein Ankleidezimmer, glaube ich. Also einige aus einigen Videos, jetzt nicht aus der Roomtour, aber so sieht das aus. Das ist alles IKEA-Pax. Ja, hier ist immer so meine Klamottenablage. Das sind alles Klamotten, die ich gerade ja, aktuell noch aufhängen muss. Hier habe ich gerade letztens so ein bisschen Spa gemacht. Das liegt hier auch noch. Eine Tüte. Und auch der Spiegel hängt mittlerweile. Das heißt, ihr könnt mich ab jetzt hier auch sehen. Richtig cool. Da werde ich ab und zu jetzt auch mal Outfit-Stories machen. Der wurde nämlich gerade erst aufgehängt, weil die Wände waren hier irgendwie so ganz komisch. Und man konnte das irgendwie nicht nochmal aufhängen, sondern musste das irgendwie so speziell, ja, so speziell einbohren oder so. Das Bild kennt ihr auch schon. Und ansonsten, ja, ist es hier drin sehr schön, aber auch gleichzeitig ein bisschen staubig immer. Also es staubt wirklich mega schnell ein durch die Klamotten, um dass man halt keine Türen hat. Ich finde es immer noch mega schön, aber ja, der Staub ist halt echt ein Problem. So, dann komme ich ins Schlafzimmer. Auch hier sind wir ein bisschen vorangekommen. Wir haben jetzt ein bisschen Deko, wir haben Nachtschränke. Wir haben, ja, hier oben eine Bilderreihe, hier Bilder. Die finde ich auch alles schön. Das ist alles sehr Urlaubs-Miami-mäßig, ja, so angehaucht. Weil ich glaube, das verbinden wir beide sehr mit Entspannung. Und deswegen haben wir uns hier so für das entschieden, mit so schwarzen Rahmen. Und wie gesagt, ansonsten ist alles relativ silber und clean. Aber ihr seht, die Wand ist noch komplett leer. Hier ist es leer, hier ist es leer und hier ist es leer. Wir haben bisher einfach nichts gefunden, wo wir sagen, das passt hier rein. Hier dachten wir auf jeden Fall, kommt irgendwann so ein Sessel hin. Ich habe zwar Angst, dass es so eine Klamottenablage wird, aber ja, ein Sessel wird, denke ich, mal ganz cool aussehen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Nachttischlampen. Und ja, hier weiß ich nicht. Habt ihr eine Idee? Das Ding ist halt, wir brauchen definitiv nicht irgendwie eine Kommode für Bettwäsche oder so, weil wir haben ja hier, wenn ihr hier guckt, ein ganzes Ankleidezimmer und mein Freund besitzt gefühlt ein Viertel dieses Schrankes nur. Also der hat wirklich nicht so viele Sachen. Das heißt, ja, hier ist auch richtig viel freier Platz. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht jetzt noch irgendwie großartig, ja, irgendwie Stauraum. Deswegen, falls ihr eine Idee habt, was man hinstellen kann, dann sagt es mir mal. Ansonsten geht es hier noch ins Badezimmer. Das habt ihr, glaube ich, auch noch nicht so eingerichtet gesehen. Das mag ich auch super, super gerne. Hier ist es eigentlich immer schön hell drin. Jetzt gerade ist die Sonne so ein bisschen, ja, nicht so da. Hier haben wir auch wieder Bilder. So eine neue Vase. Wir haben so einen Buddha-Kopf. Noch so ein bisschen Entspannungsdeko. Ja. Hier überall Produkte. Man sieht so richtig Mädchen, Junge, Mädchen, Junge. Also mein Freund so voll minimalistisch, ich so voll viele Produkte hier. Auch die Bilder, glaube ich, kennt ihr schon, genau. Ja, und ansonsten hier ist ja dann die Dusche. Die liebe ich auch, also wirklich, die Dusche ist genau meins. Ich dusche eigentlich immer und mein Freund badet. Also der ist mehr so der Bademensch. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr eher seid. Finde ich ganz interessant. Aber ja, hier habe ich übrigens schon so ein paar Bilder gemacht. Entweder so aus der Richtung oder auch von hier. Weil das Licht hier einfach immer so mega gut ist und das macht dann irgendwie voll Spaß. Kann man mega gute Selfies machen. Und hier haben mich letztens durch das Fenster auch die Nachbarn beobachtet. Das war ein bisschen peinlich, aber egal. Ja, hier geht es ja noch nach oben. Aber da hat sich überhaupt nichts verändert, weil wir da jetzt nicht groß irgendwie die Etage eingerichtet haben. Da war ja schon ein bisschen was drin.
Deswegen ja, sieht das jetzt immer noch genauso aus wie meine alten Roomtour, aber wir versuchen uns halt ein bisschen auf den Flur als nächstes zu fokussieren und auf das Wohnzimmer. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen dekorieren und natürlich im Nachhinein auch das Schlafzimmer. Also ihr seht, es hat sich schon einiges verändert, so nach und nach, aber wir sind noch lange nicht fertig. Ich muss sagen, ich habe das total unterschätzt. Ein Zimmer einrichten, easy. Eine Wohnung wahrscheinlich einrichten, die normal hohe Wände hat, machbar. Aber so ein Haus mit so hohen Wänden, ja, ist doch nicht so einfach, weil die Sachen so im normalen Möbelhäusern, so bei Ikea und so, halt oft einfach so klein aussehen, dass es irgendwie dann so untergeht. Oder, ja, das ist es eigentlich. Und das ist echt schwer, aber es macht auch echt Spaß. Wenn man dann einen Teil findet, dann sind wir auch immer so richtig zufrieden. Falls ihr, wie gesagt, Ideen habt, wo wir noch was machen könnten oder so, dann schreibt es unbedingt mal. Wie gesagt, es ist halt, ich glaube, viele sagen so, oh ja, ich möchte es möglichst schnell eingerichtet haben. Aber bei uns ist es so, dass wir sagen, und wenn es 3 Jahre dauert, dann egal, Hauptsache es ist am Ende so, wie wir es wollen. Und Kleinigkeiten wie Bilder, finde ich, machen schon mega viel aus. Oder auch wenn wir endlich die Treppe mit einem neuen Teppich verlegt haben. Ich glaube, das macht auch richtig viel aus, weil das stört mich schon enorm, dieser komische grüne Teppich da. Also das Haus hat auf jeden Fall mega viel zu bieten und es ist richtig, richtig schön. Deswegen wollen wir es halt mit ganz viel Liebe einrichten und mich würde auf jeden Fall mal eure Meinung interessieren. Der Garten sieht auch immer noch genauso aus, wie ihr ihn gesehen habt damals. Wie gesagt, ich verlinke die alte Roomtour gerne nochmal unten und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir helft in den Kommentaren. Ich habe auch schon überlegt, mal so ein paar Accessoires bei H&M Home und so zu bestellen und dann mal so Abstimmungsvideos zu machen, was ihr besser findet. Was haltet ihr dann von sowas? So, ihr bestimmt, wie mein Wohnzimmer aussieht. Weil auch da fehlt noch super viel Deko, da wollen wir auch noch was bestellen. Aber wie gesagt, letzten Monat war auch irgendwie alles immer so trubelig und irgendwas los. Deswegen sind wir aber nicht dazu gekommen, weil immer so viel los war oder so. Aber ja, nach und nach, wie gesagt, werden wir dann die Ruhe und die Zeit dafür haben. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao!